Willkommen zur Landesschau. Man muss schon etwas verrückt sein, um in diesen Tagen noch ein Fan des deutschen Fußballs zu sein. In Rheinland-Pfalz gibt es ein ganzes Dorf, das verrückt spielt. Waldböckelheim bei Bad Kreuznach. Vielleicht der verrückteste Fußballort im Land, denn gleich drei Fanclubs gibt es dort. Und das Schöne daran, alle drei hatten in diesem Jahr Grund zum Feiern. Und davon konnte sie selbst die Nationalmannschaft nicht abbringen. Der zweitgrößte Bayern-Fanclub in Rheinland-Pfalz feierte die deutsche Meisterschaft der Münchner. Die FCK-Freunde freuten sich darüber, dass Lautern wieder international dabei ist. Und die Fans des 1. FC Köln jubelten über den Bundesliga-Aufstieg des FC. Und der ist auch der Grund dafür, dass die ganze Kölner Fangemeinde von Waldböckelheim mit angepackt hat, um ein gutes Stück kölsche Kulturgeschichte nach Rheinland-Pfalz zu holen. Waldböckelheim im Nahetal, bekannt durch seine zwei imposanten Kirchen. Seit jüngstem erweckt der Ort aber auch Aufmerksamkeit durch eine große Lüge. Wir lassen die Domen köhlen, nur ihr hört ihr hin. Von wegen, genau gegen dieses 11. rheinische Gebot haben sie verstoßen. Sie haben den Dom nach Waldböckelheim geholt. Etwas kleiner, zugegeben 4 Meter lang, 2 Meter breit, 4,40 Meter hoch. Eine Schnaps- oder besser eine Kölsch-Idee. Entstanden im Rheinischen Hof, der Gaststätte des FC Köln-Fans Gerd Matthias. Als der FC vor einigen Monaten den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vor Augen hatte, versammelte Matthias Gleichgesinnte aus Waldböckelheim und Nachbarorten vor seiner Theke. In glückseliger Kölsch-Laune entstand so der große Plan. Wir machen nicht nur den Bierstand auf, wenn sie aufsteigen und trinken. Wir stellen etwas dar, was mit Köln zu tun hat und was gehört dazu zu Köln. Ein Dom. Und den haben wir da gesagt, tun wir originalgetreu nachbauen. Gemeinsam mit 5 Freunden machte sich der Wirt an die Arbeit. 250 Stunden investierten sie in den Nachbau der Kultstätte des katholischen Klerus. Ein kleines Schmuckkästchen war alles, woran sich die Hobby-Dombauer halten konnten. Oberflächliche Planung machten sie durch erhöhten Einsatz wett. Bei so viel mannschaftlicher Geschlossenheit macht es auch nichts, dass der Dachdecker eigentlich Kaiserslautern-Fan ist. Auf dem Dorf hilft man sich halt gegenseitig, wenn es sein muss, selbst über fußballideologische Grenzen hinweg. FC Köln, ich mal, wir waren auch schon in Köln gewesen, kann man auch Fußball sehen, so ist es nicht. Ne? Muss ja sagen, es war ein Karnevalsverein, aber die können auch schon Fußball spielen. Der im Ort dominierende FCK-Fanclub betrachtet das Domprojekt mit Gönnerblick. Schenken allerdings will man den Kölnern nichts. Lieber Gerd, herzlichen Glückwunsch zu eurer Rückkehr im Oberhaus. Ich hoffe, dass es 6 Punkte für den FC Kaiserslautern gibt und dass wir einige Plätze vorstellen in der Saison. Ich danke für die Freundlichkeit. Mach's gut. Dass die erbauliche Kölner Minderheit den Hut vor sich selbst zieht, das liegt am katholischen Dorfpfarrer Meier. Der hat es sich nicht nehmen lassen, das berühmteste aller Waldböckelheimer Kirchenbauwerke persönlich zu segnen. Herr und Gott, segne alle, die dieses Modell aufbewahren. Es soll sie und uns anregen, im Gebet bei dir Hilfe zu suchen und dir und den Menschen immer besser zu dienen. Bei allem, was heilig ist, um eine solche Einweihung werden die Lauterer ihre Kölner Kumpels beneiden. Wie gut, dass es da noch sozusagen domüberragende Gemeinsamkeiten gibt. Schließlich ist der nächste Nachbau schon geplant. Wenn der Schummi Weltmeister wird, das Formel-1-Auto originalgetreu zu bauen. Wir wollen zwar aber die deutsche Wertarbeit nicht missachten, sondern wir wollen dann etwas von BMW vorne, die Schnauze von BMW nehmen und das rechte Teil werden wir dann von Mercedes nehmen. Und da wir ja gute Fahrer haben, dann machen wir das, der Rest machen wir rot. Fans des 1. FC Köln sind flexibel. Wenn das mit dem Fußball in der nächsten Saison nicht klappt, dann streifen sie sich halt das Ferrari-Shirt über. Den Dom werden sie deshalb trotzdem stehen lassen in Waldböckelheim. Und was lernen wir daraus? Nicht nur, dass Fußballfans flexibel sind, sondern dass ohne den FCK auch in Waldböckelheim nichts läuft.